Ja, bei mir steht Polizeipressesprecher Uwe Maser. Herr Maser, was ist hier heute Morgen passiert in Herford? Heute Morgen hat an einem Hochhaus, das mit vielen Personen bewohnt ist, in der Herforder Innenstadt zwischen dem Lübbertor und dem Berger Tor eine Wohnung brannt. Wohl ein Feuer ist dort rausgeschlagen. Passanten haben die Flammen durch die Fenster herausströmen sehen. Und wir haben dann die Feuerwehr verständigt, die sofort hier eingetroffen ist und eine Verkehrslenkungsmaßnahme eingerichtet. Ja. Wie viele Personen sind verletzt bzw. tot? Ja, bisher wissen wir, dass uns noch Hausbewohner fehlen. Das ist die traurige Nachricht. Aber ansonsten konnten wir noch Personen, die Feuerwehr konnte noch Personen retten. Und letztendlich haben wir 5 Personen einliefern müssen ins Krankenhaus. Da wird geschaut, inwiefern die durch die Rauchgase beeinträchtigt sind. Eine unheimliche Rauchentwicklung. Wie kommt es dazu? Die Rauchentwicklung ist natürlich Folge des Feuers in der Brandwohnung. Die Hitzeentwicklung war dort enorm, sodass auch die Einsatzkräfte dort mit massiven Behinderungen rechnen mussten bzw. konfrontiert waren. Das heißt, wie viel Grad ist es dann da oben in so einer Wohnung? Ja, wir sprechen bei einem Feuer in dem Ausmaß von 700, 750 Grad problemlos. Ist es richtig, dass es sich bei der Wohnung um eine Messi-Wohnung handelt, das heißt, dass viel Müll in Brand geraten ist? Zu dem Zustand der Wohnung können wir aktuell noch nicht sagen, inwieweit sich das aufgrund von Verwahrlosung darstellt, ist aktuell für uns noch nicht feststellbar. Mit wie vielen Leuten seid ihr im Einsatz? Wir sind aktuell mit ca. 50 Feuerwehrkräften im Einsatz. Die kommen aus dem gesamten Kreisgebiet. Unter anderem haben wir die Drehleitern aus Enger und Hiddenhausen hier im Einsatz. Wir haben zusätzlich noch ca. 20 Personen aus dem Rettungsdienst im Einsatz. 6 Rettungswagen, 3 Notarzteinsatzfahrzeuge, den organisatorischen Leiter Rettungsdienst, einen leitenden Notarzt. Und das wird sich hier noch lange hinziehen wahrscheinlich, ne? Ja, vermutlich wird sich das noch mehrere Stunden hinziehen. Ist es richtig, dass auch eine Person gestorben ist? Es ist richtig, dass aktuell noch eine Person vermisst wird. Zum Zustand der Person können wir aktuell noch nichts sagen.